Ah, nein! So, Leute, wir sind kurz vor Abschluss der sechsten Mission, also hoffen wir zumindest. Ja, und hier ist ziemlich krasse Action am Start. Ja, Mann, die Leute, die haben, ich weiß nicht, was mit denen los ist. Du musst da durch, oder was? Ja, ich muss. So aus. Wie wär's denn du mit Unsichtbarkeit? Dadurch. Dadurch rennst. Das wird halt nicht lang. Weißt du? Weißt du, wenn du. Also ich speichere jetzt mal. Ja, du lauf mal den halben Weg unter den Tisch zu kommen. Unter den Tisch zu kommen erstmal. The youngsters who survived the trials end up here. Alter, da ist so ein scheiß Käfer, Alter. Okay. Aber du kommst auf jeden Fall unter. Ich kann jetzt nichts trinken. Ich kann unter dem Tisch nichts trinken. Kannst du das? Guck mal auf. Doch, klar. Ich muss halt da hoch, also ich hab keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Aber da geht's glaube rein. Ja. Okay, schleich jetzt einfach mal hinter denen, ohne irgendwas zu benutzen. Da ist eine Tür. Da kannst du hochspringen. Kniefällig. Da kannst du hochklettern, sehr schön. Und da gibt es Sachen zum Einsammeln. Hey, das ist ja Paradies. Aber was ich echt ein bisschen kacke an dem Spiel finde, manchmal, das finde ich, dass man Türen nicht wieder zumachen kann. Kann man doch. Haben wir das nicht schon rausgefunden, dass wir es machen können? Nö. Du wolltest die Türen? Fertigen. So. Pfeile, kannst du nicht Pfeile. Pfeile, ein Pfeil. Ich kann auch Springpfeile machen. Ja, zum Abwerfen ein ist halt Pfeil, geil. Alter. Mach mal einen Pfeil. Ja, zur Not ein Abwerfen ist halt doch ganz geil, ne? Einen von denen. Säure trinken. Oh fuck, Alter. Ah, oh, ich hab gedacht, das ist ein Goldharztrank. Scheiße, Mann. Das ist der Heiltrank und das ist der Goldharztrank. Oh, bin ich Nein. behindert, Mann. Gerade von denen, wo man nie benutzen. Ja, Mann, scheiße, ich muss blöd. Ab und an. Ich schieb's jetzt mal auf den Alkohol, kann mir eine Ausrede heute Abend. So. Das ist wohl wahr. Ende. Doch nicht. Nein! Echt jetzt? Mann, das kann doch nicht denn ernst sein. Wozu? Warum? Warum macht man sowas? Oh, die sind doch behindert. Aus Gehässigkeit. Oh, die stinken. Nach Fisch. Kot. Auf die Bude. Oh, das nervt mich jetzt, ey. Er fährt da durch die Tür und abdampfen. Zackel die Zackel. Ja, das geht nicht. Die scheiß Tür ist zu. Man muss oben rum. Kommst du aufs Seil? Ja, da ist halt dicht. Da kann man rum dann. Ja, okay, du musst auf die andere also, Seite. Du musst auf die andere Seite. Okay, vielleicht musst du da durch die Tür das gleiche nochmal machen, nur dass dann an der anderen Seite das Ding, vielleicht gucken wir schon mal hoch, ob das Fenster offen ist. Da kommst du auf jeden Fall rum. Guck mal, das ist schon ein Weg, wo ja, du dann. Stimmt, ja. Also muss das andere Fenster. Und da sind so Teile zum Hochklettern. Also ich muss auf jeden Fall da in die Mitte. Oh, da der ist eine ein guckt so bescheuert. Wie wär's, wenn du den ein bisschen anpfeifst? Naja, das Problem ist, dass hier gleich welche stehen. Ja, die werden eher reagieren. Nee, immer nicht. Du unsichtbar? Und den Tisch? Also einmal unsichtbar und den Tisch laufen? Zack und bam. Guck einfach mal kurz, wie weit ich komme. Geh in die Tür rein. Da ist ein Stein. Aufschließen. Oh mein Gott, warum flüstern die eigentlich? Ich weiß nicht. Gut. Und los. Badadada. Ne, und man kann keine Türen öffnen. Ah, oh, keine Türen schließen, Mensch. Schließen, Mensch. Ist aber jetzt gerade egal. Und da oben ist bestimmt zu. Nein, das ist offen. Oh, es ist offen! Ja, ist ja genau geil. Der Weg. Wir haben einfach die falsche Seite am Anfang gewählt. So, eine Scheiße aber. Ja, gut, das ging auch nicht anders. War nur die Tür offen, die links war zu. Ja, klar. So, und jetzt bist du auf den Plattformen gedünst und jetzt musst du über das Seil, also über die Mitte. Zu den anderen. Zum Sack, zack, zack. So sagt man. Fallen lassen. Ja. Schön. Leute, wir haben endlich diese ewig lange Mission geschafft. Eventuell. Wahrscheinlich geht's jetzt noch weiter. Oh.
Not that I'm thinking of becoming a pirate. Speicher jetzt hier mal bitte, bevor du in den Tod stürzt. There's gotta be a way to trade that old tub in for a big chunk of amber. Los! Gott sei Dank, Leute. Geschafft! Come on out. Easy now. Next time, my knife will be aimed at your head and not the rope. I'd already undone the knot. Every time our paths cross, a goblin gets it. So excuse me for not trusting. Lysrel can control creatures of amber. Oh? Yes, all. You might be an exception, but she'll always know where you are. Shit, I can forget about my hideout. I've got some leads on her huge reserves of amber. Can you just open the fucking door? The loons of the deep want to drink my blood. Das ist auf einmal unser Kumpel, Alter. Ja, weil der doch gegen ja, der die Tussi hat Bock, war. Die alte Kalle zu machen, halt. Lysrel doesn't seem to like the elders. Wir haben es geschafft. Geilo. Mission 6. Wir haben ganz schön viele Punkte gekriegt, oder? Ne, wir haben ganz schön viele Punkte abgezogen bekommen. Ah, scheiß drauf. Das ist sowas von Wurst. Aber so. Elethrins Flugschiff. Mithilfe von Jarak hat Styx das Ritual des Wandels überlebt. Eine Reihe von Prüfungen für junge Dunkelelfen, die der Zeremonie des geweihten Blutes an Wahnsinn und Grausamkeit in nichts nachstehen. Der elfische Gestaltwandler, was machst du eigentlich? Was eigentlich so? Ja, ich bin, du bist so schnell. Gestaltwandler hat offensichtlich Informationen darüber, wie gefährlich Lysrels Macht für ihr eigenes Volk ist. Und erst recht für Styx. Styx? Was machst du? Mach einen Goblin. Mach einen Goblin. Wie macht ein Goblin? Keine Ahnung, mach einen Goblin. Jetzt mach mir einen Goblin! Ah! Ja, genau, verdammt! Das ist für einen, und das Recht für Styx. Weswegen ihn die Informationen noch viel mehr interessieren. Die beiden machen sich auf zu Heletrins Flugschiff, um in allen Abgeschiedenheiten darüber zu sprechen. Schön. Geht doch. Schön. Jetzt können wir Fertigkeiten mal gucken, ob wir wieder Punkte bekommen haben. 550, sehr schön. Dann wollten wir das Sichtbarkeitsgedöns machen. Gegenwart von Gegnern mehr war, oder? Ja. Es ist fest. Wir können sowieso nicht das machen. Ja. Das braucht man nicht für das. Und jetzt kommen wir als nächste. Geruchssinn. In Goldhards Vision kann Styx den Geruch von Gegnern wahrnehmen. Ah, das heißt, du kannst die Laufwege sehen. Die werden in einem Umkreis von 10 Metern sichtbar. Hm, gar nicht schlecht. Da siehst du die Gegenstände mehr. Und da ist obere Wasser. Jetzt machen wir erstmal das. In der Goldharz-Vision kann Styx in einem Umkreis von 10 Metern die Schrittgeräusche von Gegnern durchsehen. Also das heißt, du hörst wohl, bevor du in den Raum reingehst und so ein Scheiß. Die Wahrnehmung von Gerüchen wird geschärft. Die Entfernung bis zu der Gegner entdeckt werden steigt. Also das heißt, du entdeckst noch weiter weg. Das ist eigentlich ganz nice. 150 machen wir gleich mal, oder? Bringt das jetzt im ersten Augenblick mehr als das obere zu, auf das obere zu warten, ne? Bringt das was für die Mission? Ja. Nächste. So, bauen kann man eh nichts. Haben wir ja schon alles. Ja. Rede mit Jarak, unser neuer Kumpel. Kompagnon. Hui! Ein Flugschiff! Pff, Felsen kaputt. The elves are consuming amber and Lysrel is turning them into fanatical slaves. Exactly muss man the kind of shitty side effect muss man that I've trinken, seen Leute. Before, and that I'd like to get rid of. The alliance with the dwarves has allowed Lysrel to obtain the amber that she's using to subdue my people. Breaking that fragile union will free them and prevent Lysrel from getting her hands on you again. All right, you got my attention. Keep talking. The dwarf ambassador is still in Korengar. Let's make it look as though Maulak was his assassin. I noticed that she carries a very nice dagger on her belt. Durch von ihm stehlen, den anderen umbringen, durch ihn liegen lassen. Perfect. You should find it in her personal quarters. Once I borrow it, I'll stick it in the dwarf ambassador's back without being seen. What's your role in the story, partner? My job is to get information about the exact location of the reserves of amber. I still have some contacts in Korengar.
Schön, machen wir das doch so. Durchklauen, dem anderen töten, in die Schuhe schieben, einfach stellen. Der bekackte Part daran ist, nicht entdeckt zu werden. Hey, kann mir nicht mal was zum Wegfliegen, sondern... Lies mal vor. Jarak hat Styx erzählt, dass Lisriel den Dunkelelfen Goldharz gibt und auf diese Weise die totale Kontrolle über alle Bewohner Korangas ausüben kann. Dem Goldharz hat sie es auch zu verdanken, dass sie Styx in Toben ausfindig machen konnte. Wenn Styx seine Fähigkeiten zurückgewinnen... Was? Wenn Styx machen konnte... Aber was? Ja, ich war gerade aufgelenkt. Dem Goldharz hat sie es auch zu verdanken, dass Styx in Toben ausfindig machen konnte. Wenn Styx seine Freiheit zurückgewinnen will... muss er Lisriel unschädlich machen. Allerdings kann er sich ihr nicht nähern, ohne von dem Goldharz verraten zu werden, das durch seine Adern fließt. Daher schlägt Jarak eine andere Vorgehensweise vor. Die Zerstörung von Lisriels Macht durch die Zerstörung des wackeligen Bündnisses, das sie mit den Zwergen geknüpft hat. Um die Kontrolle über das Goldharz zu haben. Ein Dunkelelfendolch im Rücken eines Zwergengesandten sollte reichen, um einen Aufstand anzuzetteln. Zufällig ist Maulak, Lisrels Gehilfin, im Besitz eines reizenden Dolches. Was war das gerade mit dem Langkabel? I don't know. Kein Langkabel mehr verbunden. Ich weiß ja nicht, was er soll. Ich weiß ja auch nicht. Aber das ist doch mit dem Langkabel verbunden. Ja, eigentlich schon, ne? Das kann, hat sich ja selbst von alleine ausgesteckt. Nee. Das kann ja nicht sein. I don't think they came here for the dancing. Ich krieg jetzt schon Kopfschmerzen. Mein Kater fängt jetzt schon an. Läuft. Vogel ist voll hässlich. Ganz schön, ey. Ganz schön gewartet. Er hat die schwarze Beine oder sieht nicht so aus. The High Priestess Lysrim asks if the dagger is safe. It is. It was. Was wird zu tun? Why this question? The young. They didn't find the goblin. Liarch. Als ob die jetzt schon wissen, dass ich den Dolch will. So, wo müssen wir hin? Mukapupi, whatever. The priestess with the stupid name. She must have gone to the dome. I gotta get hold of her pendant to open the door leading to that dagger. And this is another mission where I can't afford being detected. Okay. Did you hear that? Ja, das ist irgendwie ein bisschen Deadpool-mäßig, wie er immer mit dem Publikum redet. Also Deadpool, das Spiel war richtig geil, hast du gar nicht zockt, ne? Nee. Das ist echt witzig. Also das habe ich für PlayStation 3. Alter, ich bin aber überlegen, ob ich... Ja, aber weißt du, wo ich es hab? Am Arsch. Nee, gedownloaded. Blade. Helmies. Lord Helmchen! Weil die haben alle Helmchen, das ist voll. Ja, das ist blöd, wir müssen jetzt da links dran vorbei oder rechts dran vorbei. Oh, ne, warte, da rechts ist nur eine Fackel, keine Hochkletterteil. Ah, schlecht. Hier hättest du eine Falle hinlegen können. Ach, jetzt kannst du dran vorbei, oder? Dran vorbei. Jetzt dran genau. Ah, nach unten. Ja, eine gute Idee, wenn man nach oben muss. Hauptsache, ich komme weiter. Kann man mal machen. Easy. Ichi, pichi. Easy. Alter. Oh, der Vogel, Alter. Ich bin so on fire. Ja, lauf weiter. Not to be detected. Please. Speicher mal geschwind. Ja, lauf weiter. Ab durch die Mitte. Wir dürften sie jetzt eigentlich durch unsere tolle Rogorsin-Vision früher. Scheiße, bin ich wieder hier. Ah, da geht's weiter hoch. Geilo, Milo. Springen sie auf die Treppe. Und gehen sie nach oben, Junge. Gehen sie nach oben auf den Turm von Babylon. Der Turm von Babylon. Die stinken ganz schön. Also ich muss sagen, ich finde es. Ah, das mit dem Wegding ist, weil der Alter. Das ist eher ein bisschen irritierend, muss ich sagen. Also habe ich mir schon beim Lernen. Was? Der Fähigkeit gedacht. Dass es eher irritierend wird.
Ich muss weiter nach oben. Ja, weiter am Stinky vorbei. Da läuft die eine. Das ist so eine Zivilistentante, aber die darf einen ja auch nicht sehen. Töten. Ich muss zerstören, aber es darf nicht mir gehören. Singt Rammstein mal ab und an, glaube ich. Die singen so einige Dinge. Oh, da gibt's ja so. Warum haben die immer so Käfer dabei, Alter? Was soll denn das? Haustiere. Das macht gar keinen Sinn. Also, wer hält Käfer? Und die sind auch noch so groß wie ein scheiß Hund. Ich weiß nicht, wenn es große Käfer geben wird, die so groß wie ein Hund, da würden es bestimmt ein paar Leute als Haustiere halten. Glaub mir. Was bescheuert ist. Lauf jetzt hier im Kreis rum. Ja, aber die. Ich muss ja da hoch. Ja, dann. Aber die läuft ja zurück. Die läuft ja in den Kreis rein. Okay, wo ist die andere dann? Gehen wir unter den Tisch erstmal. Tischi. Dass sie mich da nicht sieht. Ja, die sieht dich da auf jeden Fall nicht. Und jetzt kannst du. Ja, hinter der vorbei. Treppe hoch. Ichi Pichi. Lemon Squeechy. Dum di dum. Easy peasy. Guck mal, da wird die Wandfarbe noch schön rot, rosa, lila, schnuggelig. Sind die jetzt echt schon weit, ne? Plus ihre Stinkgefahren. Ja, der bewegt sich schon mal nicht, das ist schon mal gut. Der bleibt immer dort. Der studiert. Hat seine Prüfung verkackt, muss nachlernen. Muss nachsitzen. Der Lappen. Läuft im Kreis. Ja, aber die andere läuft entgegen. Schlecht. Eigentlich sollte ich jetzt laufen. Ja. Lichtmaus. Da geht's eine Treppe hoch. Hier ist es nicht schön. Guck mal, mit ein bisschen Wasser. Schimmelpilzpflanzen drin oder sowas. Schimmelpilzpflanzen, ja genau das. Was ist mit dem verkackten LAN-Kabel gefunden? PlayStation, du machst mir Panikangst. Und diese Panikängste, die verursachen. Oh, Zwerge. Kacke, Mann. Alter, Zwerge. Wie kommt man da durch? Der riecht dich schon. Alter. Ja, soll er losschnüffeln, der Saftzack. Alter, so ein Wichskrüppels. Was geht mit ihm verkehrt? Laufen Sie weiter. Da ist ein Schalter. Die Glocke. Die Glocke. Der Schnüffler ist weg. Alter, dreht er wieder um. Der dreht einfach wieder um. Zum Wichser. Zum Wichser. Oh, der Schnüffler ist. Smells like. Kann man den abwerfen, der hat den Helm auf, ne? Ja, kann man nicht. Das war ein Wechsel. Aber der kommt hier nicht hoch. Sollen wir weitergehen? Ich kann gerade nicht weiter, ich muss warten, bis er wieder weiterlatscht. Halt, schau wieder. Ach, Gott sei Dank ist der Geruch weg. Ja, muss wohl gestern viel Bier getrunken haben. Jetzt kann ich laufen. Wie kommen wir da jetzt hoch? Da oben rein irgendwie. Ich hab doch keine Idee, Alter. Ist mir scheiße nochmal klar, dass die fucking Tür zu ist. Und wie kommt man da schon? Da! Von oben! Da sind noch so viele Sprungdinger und Einsammeldinger überall. Hey, das ist ja voll die Sammelparade. Und da kann man gleich was zusammenbauen, wenn man irgendwas hat zum Zusammenbauen. Kann schon Goldharz dran machen. Nee, das ist wieder diese scheiß Säure. Die keinen Arsch braucht.
Wobei in der Mission ist es schon eher brauchbar. Dass man die Leichen versäuert. Dass man die Leichen los wird, ja genau. Toll. Hammer, hat sich übel gelohnt. Hammer. Das hat sich auch übel gelohnt. Fun. Ah, guck mal, 35 Meter. Da kommen wir doch fast. Da ist doch fast der Turm in Reichweite, in greifbarer Nähe. Ah, Schnuckelputz-Turm. Steiger schon mal zwischendrin. Ja. Ja, jetzt müssen wir noch ein offenes Fenster finden. Jetzt kackt die Wand an. Ja. Oh, Gott sei Dank. Shit, I can't hear a thing. I'll have to get closer without being spotted. Schnee hin. Wie viel näher? Rechts kann ich runter, noch eins runterspringen, ne? Also die Wand runter, weißt du? Das ist doch da. Oh Gott. Gurgur. Oder so. Da musst du dich in so ein Dings vielleicht verstecken. Alter. The goblins' escape has stained our right. It is a terrible insult to us all. We have had to terminate the mortal lives of many amongst us. We bow to your honorable decision, Mother Superior. It is for the common good. We must pray for all these souls, so that they return purified. We shall have the honor of escorting you, Priestess Maulak. These two guards are all over her ass. Well, she's got to take a piss sometime. Dude, I just need to follow them quietly until I can get her alone. Und nimm das Quarz. Ich bin irgendwie immer geil auf Quarz. A shard of pure quartz. Stealing it won't be simple. And getting out with it even less so. Perfect. Den Quarz ist halt jetzt die Frage, brauchen wir nicht. Like bread without butter. And I like it. Haben wir halt noch einen. Ja, für einen den Moment jetzt machen und das andere haben wir dann auch relativ schnell, ne? Ja. Das ist halt die Sache. Das letzte Mal haben wir gesagt, dadurch, dass wir den schon vor Augen haben, nehmen wir mit. Ja, natürlich. Der ist ja sowas von Augen. Und die anderen haben ja sogar abfascht. Eine Idee. Ja, ich habe einen Kronleuchter. Ja. Kronleuchter ist immer eine gute Idee. Ah, da steht schon perfekt. Komm, ab. Oder fällt er? Nee, ich will alle. Wie denn? Achso, schmeiß ihn mal hin. Ihr blöden Kacklappen, Mann. Na, das war es nicht unbedingt. Die das war nicht das Gelbe vom Ei, meinst du? Mhm. Jetzt mal anlocken und dann weitermachen oder was? Mhm. Der andere läuft automatisch, ne? Drunter. Ja, der ist nur noch. Ah, ne, wir haben noch drei oder was? Jetzt. Just a shadow. Nothing. Jetzt, alle drei. Jetzt sind die, genau, dahin. Keine steht gefangen in. Reicht das? Ich probier's einfach mal. Bleib ruhig. Ein Schluck Alkohol hilft immer bei Problemen. Wir wollen hier übrigens niemand zum Trinken verleiten. Nur uns.
The goblin's escape has stained our right. Ja, dann scheiß Maul. Perfekt, das Speicherpunkt. Drei Stunden zuvor. We bow to your honorable decision, Mother Superior. It is for the common good. We must pray for all these sins, so that they return purified. We shall have the honor of escorting you, Priestess Malak. These two guards are all over her ass. Well, she's gotta take a piss sometime. I just need to follow them quietly into what she's gonna do. Gotta take a piss sometime. So, Jungs und Mädels, jetzt. A shard of pure quartz. Wir speichern erstmal. Stealing it won't be simple. Gott sei Dank davor. Getting out with it even less so. Perfect. Because victory without risk is like bread without butter. And I like a little butter. So, jetzt laufen sie dahin. Also. Surprising. Jetzt muss ich noch weiter werfen. Und dann vielleicht nochmal hinten. Nochmal, noch näher, die müssen noch näher hin. Gibt's doch nicht. Was ist das, Alter? How can this be? Hey. Oh Mann, jetzt lauf doch mal da hin. Die gehen mir auf die Eier, ey. Wie wär's, wenn du einen Rack erstaunen hinterziehst? Ich probieren. Stell dich halt schon mal in die Position von. Warte mal, ich muss erst mal irgendwo hinkotzen, wo er nicht direkt runterfällt. Yes. So. Jetzt geht du mal zum Schalter schon. Zum Ich renne halt komplett unten quer rein. Stimmt, ich muss von allen gesehen werden. Ja. Aber die töten den einfach? Alarm, ich darf keinen Alarm auslösen. Okay, Alter, ist das bekackt! Als ob das einen Unterschied macht, Mann. Die wissen doch eh schon, dass ich da rumrenne. Das ist einfach nur Schikane. Also tatsächlich. Getting out with it even less so. Perfect. Because victory without risk is like bread without butter. And I like a little butter. Surprising. Du musst jetzt komplett drüber und dann komplett in die hintere Ecke werfen, weißt du? Also wirfst jetzt komplett in die hintere Ecke, wenn es geht. Ich hab nichts mehr. Ah, oh, ich hab alle verworfen. Hey, hey. Du musst halt eigentlich in die hintere Ecke noch was reinwerfen, weißt du? Pocket Sand! Das bringt dir auch nichts, musst du leider laden. Nee, surprising. Boah, ey. Dein scheiß Maul jetzt, lauf unter die scheiß Glocke. Kann einen ganz abwerfen, nach wie vor. Die haben alle keine Hüte auf, oder? Nee. Das kannst du alle nacheinander töten. Ja, ich hab halt nur zwei. Nein, ich rede von oben springen oder irgendwie sowas. Ich darf nicht mal jemanden töten. Ja? For real? Ich hab gerade jemanden getötet und es war sofort vorbei. Wie soll man an den Quarz rankommen, Alter? I don't know. Also ich meine, wenn ich die alle drunter locken kann, alle drei, dann wird es wahrscheinlich sogar klappen. Perfect. Because victory without risk is like bread without butter. Ich probiere es jetzt nochmal. Zweimal diejenigen abzuwerfen, die so stehen, dass sie den anderen nicht sehen können. Die guckt dahin. Die zwei sind jetzt da, die runter, die könntest du eigentlich töten.
Ja, geht nicht. Okay. Was ist das für eine Scheiße? Ich hol mal einen Schluck Alkohol. Also ohne Scheiß, was ist denn das für eine Schikane? Warum kommen die Programmierer auf die Idee? Boah, Leute, kurz vor Ende hier, machen wir es mal, nicht entdeckt werden. Achso, gar nichts. Hatten wir ja schon mal. Keine Fähigkeiten. War ja schon beim ersten Teil. Ah, das ist doch zum Kotzen, oder? Ja. Hast sowas? Ich find's auch total Banane, Alter. Ich probier mal das mit so einem Kronleuchter. Mensch, dass die aus Versehen sterben. Ich probier's nochmal mit dem Kronleuchter jetzt. Kronleuchter, Glocke. Ja, scheißegal. Solange die jetzt alle drunter laufen, ist mir so echt Wurst. Ja, lauft alle hin und freut euch. Jetzt zwei, komm. Jetzt wirft das letzte ab. Ne, das stand. Fuck. Okay, jetzt kannst du. Der hat einen Helm. Ach, Scheiße, die hat einen Helm. Mach's aber nochmal so. Ja. Ohne den, also. Die muss halt mit. Entweder das oder der Lok steht dann unter dem Kronleuchter. Ja, oder irgendwo anders halt. Ja, und ein anderes Ding, Bums. Bums-Dings. Stings. Sticks-Bums. Das war ein anderes Sticks-Bums. Komm, schmeiß du da hin. Schmeiß du gleich da hin. Ich bin out with it, even less so. Perfect. Because victory without risk is like bread without butter. And I like a little butter. Surprising. Jetzt machst du einen Pfeil muss auswählen, ne? Noch näher. Jetzt lockst du noch ein bisschen dahinter. Oh, Kacke. Das ist der Knopf. Stunden später, Leute. Stunden später. Und der Timer ist eingestellt. Wie spät ist denn das eigentlich? Der Timer ist eingestellt. Oh, fuck. You had one job. Ja, warte mal. Ist der Flash abgelaufen? Und wir haben einfach weitergemacht? Der hat doch gepiepst, oder nicht? Guck mal bitte auf den Ton. Oh, Leute. Ich glaube, das wird eine lange Folge aufgrund von wir sind besoffen. Wir checken nichts mehr. Like a little butter. 32 Minuten. Fuck! Komm, jetzt schnell das Quarz noch voll, bitte. Die standen vorne ein little bit of pepper. Jetzt warte, einfach warten. Jetzt lockt die andere durch unter das, ja. Surprising. Surprising, komm! Surprising! Sehr surprising! Oh mein Gott, das hört sie nicht! Nicht gehört. Ist egal, die läuft vielleicht. Lass sie einfach mal laufen, vielleicht läuft die automatisch da drunter. Bevor du das noch deinen letzten verschwendest. Was guckt sie sogar da unter? In die Verstecke! Naja, die checkt alles aus. Ja, ist okay, wenn sie weiter im Kreis checkt, dann kommt sie irgendwo in die Glocke. Das ist so wie unter die Haube kommen. Jetzt. Ah, die ist nicht in Hörweite. Ja, warte, dann die drehen das um, vielleicht läuft die automatisch unter den Kronleuchter. Nee. Ja, guck mal, die läuft automatisch unter den Kronleuchter, schnell! Jetzt! Ach, ist das nicht schön! Geilo! Speicher, schnapp dir das Quarz, aber warte auf das komische gelbe Gedönsen. Ah, oh, ich kann nicht speichern wegen diesem anderen Lauch. Ja, warte. Jetzt so schnell. Mir ist scheißegal, ich nehme das Ding jetzt hier. Das ist meins. Mein Quarz. Gut. Leute, sorry für die minimale Verlängerung dieser Folge, aber wir sind echt angetrunken und haben nicht mal das Piepsen realisiert. Ja, ohne Scheiß. Ich habe drauf gedrückt, aber ich habe es nicht gerafft. Ich auch nicht. Läuft bei uns. Ich habe mich schon gewundert, mein Glas ist nicht eigentlich leer und die Zeit vergeht. So ein Lackaffenzwerg. Ah, das ist ein Schnüffler. Also Leute, wir machen jetzt hier mal geschwind Pause. Und machen dann gleich hier weiter. Und gucken mal, und gucken was abgeht, wie wir den Dolch stehlen. Was abgeht, wie wir den Dolch stehlen. Indem sie pisst. Indem sie pisst. Musst du alles wiederholen, was ich sage? Musst du alles wiederholen, was ich sage? Also ciao, Leute. Ich lutsche Schwänze. er lutscht Schwänze. Verdammt nochmal, du Wichser. Ciao. Ciao.